Herzlich willkommen, Jungs und Mädels, zu einer weiteren Folge von Deus Ex Making the White. Oh, wenn du nicht mit uns richtig reden willst, dann gucken wir mal, was du so für Leichen im Keller hast. Klauen wir dir erstmal dein Geld. Was ist denn los, Mr. Security? Radko Perry betritt plötzlich die politische Bühne. Seine Rede, oder was? Wir müssen den Keller schalldicht machen. Aha, warum müsst ihr denn den Keller schalldicht machen? Ich bin weg. Ab in den Keller. Wollen wir mal gucken, was hier abgeht. Oh. Ja, eine Sexschaukel, Baseballschläger, Kleenex. Okay. Der scheint ja sehr ausgefallene Hobbys zu haben. Was haben wir denn hier? Ein Bärenkopf. Ein Bärenkopf, der in Rodko Perrys Büro hängt. Fasern? Okay. Schon mal was gefunden. Beweistechnisch. Ich bin hier, um Mr. Perry zu beschützen. Oh, er kommt runter. Den werden wir wohl ausschalten müssen, bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Mach erstmal ein Nickerchen. Ah, ein PDA. Was hast du denn da nur Schönes auf deinem PDA? Sicherheit, Zugang zum Safe. Mr. Sicherheitsmann, ich habe Ihren Namen vergessen. Ja, wie sympathisch. Sie haben alles im Griff, ja? Hören Sie, ich habe etwas in meinem Safe, das Sie nach Ihrer heutigen Schicht entsorgen sollen. Der Code lautet 0109. Sie können es zerreißen, verbrennen, runterschlucken, alles auf einmal. Merken Sie, dass ich Ihnen wichtige Aufgaben anvertraue. Sie sind für mich wie ein treuer Hund. Na super. Machen Sie so weiter, dann werden Sie es weit bringen, mein Freund. Wählt Radko zum Präsidenten. Super. Ein Arsch. Ein Arsch vor dem Herrn. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Scheint auch nichts zu sein. Hier ist sein Rechner. Mal gucken gleich, wenn wir erstmal sein Geld klauen, mal gucken, was auf dem Rechner drauf ist. Vielleicht finden wir da ja noch irgendwas. Globus drehen. Und Globus selber können wir jetzt nichts machen. Den könnten wir zerbrechen, aber es würde uns, glaube ich, nichts bringen. So, hacken wir mal seinen PC. Mal sehen, was wir da finden. Für tolle Sachen. Oh, sagen wir gleich locker. So, Post. Erste Umfrage. Die Wähler reagieren sehr positiv auf die Anti-Opti-Botschaft. Und noch wichtiger, 78% der Befragten hatten keine Ahnung, welche Funktion ein Dezernatsleiter überhaupt hat. Wir müssen unsere Strategie beibehalten. Egal wie die Frage lautet, Ihre Antwort ist, muss nur eine einzige Botschaft transportieren. Radko Perry mag keine Optis. Wie ein Markenzeichen. Wir verbinden den Namen Radko Perry mit Anti-Opti und Sie können für jeden Posten kandidieren, der Ihnen zusagt. Sehr geehrter Herr Perry, ich würde mich sehr gerne mit Ihnen treffen, um über den Druck einer kurzen informativen Abhandlung zu sprechen, die auf meinem demnächst erscheinenden Buch basiert. Das Heftchen würde gegen eine geringe Gebühr zur Abdeckung der Druckkosten lokal vertrieben.
Inhaltlich geht es dabei darum, woher die aktuelle vorherrschende ablehnende Haltung der Öffentlichkeit gegenüber Augmentierte kommt, die sich auch in den Regularien der Regierung wiederfindet. Nämlich fehlerhafte Fakten infolge einer historischen Voreingenommenheit und bewusster Ausschluss des geschichtlichen Kontextes und der Bedeutung der augmentierten Bevölkerung. Mir ist bewusst, dass ihre derzeitige politische Haltung strikt gegen Optimierte ausgerichtet ist. Aber ich hoffe darauf, dass Sie als Geschäftsmann den bindenden Wert einer solchen Abhandlung für alle sehen. Man muss alle Seiten eines Problems kennen, um eine informierte Entscheidung treffen zu können. Meinen Sie etwa nicht? Oh, wir haben einen Messenger. Was haben wir denn hier? Ivanka Kiss 34 hört sich doch nach einer Nutte an. Gutes Timing. Ich weiß, du hast gerne zwei von uns auf einmal, aber die Verhandlung führst du besser nur mit mir. Ich bin die Nette. Okay. Was haben wir denn hier? Befragen. Verhandlung worüber? Falsch wahrscheinlich. Ich bin nicht Radko Perry. Ich brauche Informationen und suche einen Mord. Glaube ich auch nicht so gut. Ich bin bereit zu verhandeln. Wir spielen mal mit. Sehr klug. Wie Sie wissen genau, wie viel die Schmierblätter für dieses Video zahlen würden. Von dir wollen wir das Doppelte, außer die Leute sollen sehen, was du heute Nacht getan hast. Aha, okay. Fordern. Sag mir, wo Radko Perry heute Nacht war. Nein. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Auch schlecht. Bluffen. Die Sache muss unter uns bleiben, denn wenn sie bekannt würde, ja. Wir verstehen deine Position. Der berühmte Anti-Opti-Politiker zeigt uns Opti-Mädchen große Zuneigung. Ja, das war so klar. Wir bewahren das Video gut auf, versprochen. Niemand muss von den letzten 24 Stunden erfahren. Bestätigen, du willst eine Diskretionsgebühr? Solange war ich bei euch. Oh. So könnte man es ausdrücken. Siehst du, wir können weiter Freunde bleiben, Baby. Nun, deine beschissene Politik stört ein wenig. Ende. Problem ist, dass wir die Aufnahmen nicht gekriegt haben. Da kommt vielleicht noch was. Naja, gut. Okay, hier sind wir durch. Denke ich. Also verziehen wir uns jetzt einfach mal. Jetzt mal über die Hintertür, weil wir den Typen ja ausgenockt haben. Komm, wir quatschen nochmal an, wir sind so dreist. Haben Sie was vergessen? Was halten Sie von Optis? Offiziell? Sie sind eine Bedrohung für die Gesellschaft. Und inoffiziell? Sie sind doch ein großer Fan von uns. Zumindest von einigen von uns. Meine Haltung zu Optis ist nichts Persönliches, falls Sie das meinen. Ich bin ein Diener des Volkes. Seine Wünsche sind meine Wünsche. Und das Gleiche gilt für seine Vorurteile. Ich rede von Ihrer persönlichen Position, von der Ivanka Aufnahmen hat. Sie waren die ganze Nacht in einem Opti-Bordell. Damit die Opti-Schwestern sie wählen, richtig? Was wollen sie? Anders als anscheinend jeder andere will ich sie nicht erpressen. Ich will nur den Mörder dieser Frau finden. Ich würde ihnen gerne helfen, aber wie sie sehen, war ich anderweitig beschäftigt. Der Videobeweis ist eindeutig. Sie sagen es doch nicht weiter, oder? Ach, und war das Safe noch? Ihr Privatleben interessiert mich nicht. Ich will nur wissen, wer heute Nacht in dieser Gasse war. Ich war es nicht. Wenn Sie den armen Radko Perry weiter mit Dreck bewerfen wollen, nur zu. Aber ich denke, Sie wissen, dass ich nicht der Mörder bin. Das werde ich entscheiden, Radko. Nur mal schnell rein. Irgendwie muss da unten das Safe sein. Was ist der denn? Was ist noch in diesem Safe?
Science Safe und wo soll der sein? Ist der oben oder was? Ah, hier. 0109. Wir haben einen Code eingegeben, das ist kein unbefugtes Öffnen. Ah! Erpressungsfoto. Ah ja. Da sehen wir mal. Auf der Rückseite befindet sich eine Nachricht von Angela Gunn. Ich weiß schon lange, was für ein Mensch Sie sind. Sie sind von der schlimmsten Sorte, voller Vorurteile und Hass, ein Heuchler. Sie hassen, weil es ein Wug ist und ihnen Wählerstimmen einbringt. Die Bilder, die ich von ihnen habe, sind abstoßend. Aber ich denke, alle Bürger Prags sollten sie sehen. Diese neue Seite von Radko Perry. Sie erwarten jetzt vermutlich, dass ich ihnen einen Preis nenne. Das ist der Teil, in dem ich sie erpresse, Perry. Aber nicht so, wie sie denken. Ich werde dieses Bild veröffentlichen, wenn sie nicht anfangen, ihre Rhetorik zu mäßigen. Ich will kein Geld von ihnen, nur eine Kehrtwende. Ich erwarte von ihnen bis Ende der Woche sinnvolle Zugeständnisse ihrer Plattform. Nennen Sie das meinetwegen Erpressung, ich nenne es Politik. Nichts Verdächtiges. Gibt's schon was Neues vom Hauptmann? Gelände ist gesichert. Diese Freiheit, eine Bedrohung unserer Freiheit. Ah. So. Haben wir das schon mal abgehakt? Wissen wir also schon mal eine Menge. So, jetzt wollen wir unseren Fall natürlich weiter verfolgen. Also reisen wir mal. Also er war es schon mal nicht. Obwohl er sehr merkwürdig ist. Richtige? Ich glaube ja. Ich habe es ja markiert. Na, dann reisen wir mal zu dem Bereich hin. Gucken wir mal, was wir noch in den Ermittlungen so finden. Ja, genau, da waren noch die Akten und die Befragung von dem anderen Typen. Ja. Mal sehen, wo das noch so hinführt. Scheiße, das wusste ich nicht. Darf eine Bank Militär einstellen? So. Dobrze, żebych nie dawał wasze nie każdych paar minut. So, wollen wir gucken. Würde ich nicht mal meinen Hund behandeln. Polizei. Notizen lesen. Ich gehe einfach weiter. Ja. Ich glaube, hier sollten wir wahrscheinlich nicht normalerweise drin sein. Alles klar bei mir. Wie machen wir das jetzt am blödsten?
Typ muss sich wieder bewegen. Wer soll sich sonst darum kümmern? Das ist auch mal eine Technologie. Ah, er ist raus. Wunderbar. Kurz hacken. Hoffentlich geht das schnell genug. Seltsamer Mann. Es passiert nichts. Ärgert sich keiner drüber. In meiner Nachbarschaft ist ein seltsamer Mann. Ich sehe ihn seit Monaten in unregelmäßigen Abständen. Er versteckt sich immer im Schatten und folgt mir überall hin. Gestern Nacht habe ich ihn sogar im Schlaf gehört. Okay, das ist doch hier meine Nachbarin. Könnten Sie bitte wenigstens dieses Mal etwas unternehmen, bevor es zu spät ist? Ja. Vermisste Katze. Mein Kater heißt Starlight und wird seit über einer Woche vermisst. Er ist halb grau und halb weiß. Ein Auge ist blau, das andere grün. Er ist einzigartig und ich hänge sehr an ihm. Ich weiß, dass Sie alle mit hinter meinen Rücken auslachen, aber Starlight bedeutet alles für mich. Ohne ihn bin ich verloren. Unser Freund Karl Montag geht bald in den Ruhestand, falls er den Mordfall überlebt, den ich ihm gerade übertragen habe. Zu Ehren der unauffälligen Karriere eines unauffälligen Mannes ändere ich den Türcode auf 0010. So viele Fälle hat der alte Knacker nämlich in den 35 Jahren gelöst, seitdem er hier ist. Mal sehen, wie lange der große Detective braucht, um das Rätsel zu knacken. Oh nee. Ist das böse. So, dann wollen wir den Code eingeben. Das war echt Absicht. So. Sind wir jetzt hier drinnen? Okay. Das ist echt mal so im Supermarkt, da wieder was verkaufen, gell? Eine Zelle. Ist auch interessant. Stehen die Namensschilder sogar noch dran. Ah, Harvester Nachahmungstäter, Opfer 4. Da haben wir es doch. Name Leonie Wolf, alias Jasmin, Alter 31, Sozialkontakte, Club Asimov, Stripclub mit augmentierten Prostituierten, zweiter Atem, Selbsthilfegruppe für geheilte Alkoholiker, Katzatonika, Schule für Katzenpflege, Tatortbeweise, Hinweise auf EMP, Opfer augmentiert, Augmentierung entfernt, Spuren der Entfernung, identische Leiche in, gefunden, Fellhaare, Labor vermutet, Schwarzbär, aha, nicht gesichert, Teilabdrücke im Halsbereich, toxikologischer Bericht vermutet, Opfer wurde unter Drogen gesetzt, genau wie beim Harvester-Mord im letzten Jahr. Fingerabdrücke am Hals zusammen mit den Zeugenaussagen führen lediglich zur Verhaftung und Hinrichtung von Marek Svobodka, genannt Harvester. Anweisung des Dezernats, ich soll den Mord an Leonie Wolf als isolierten Fall betrachten. Das Dezernat will keine Spekulation anheizen. Ein Serienmörder könnte einen Nachahmungstäter haben. Ermittlungen zum Nachahmungstäteransatz dürfen nur inoffiziell erfolgen. Nach monatelanger Arbeit an diesen Fällen sind zwei Dinge unumstößlich für mich. Erstens, es handelt sich um Nachahmungstäter. Zweitens, der Täter weiß Details über den Modus operandi von Svobodka, die niemand außer einigen wenigen aus dem Dezernat kennen kann. Ich habe einen Tipp erhalten, dass Svobodka im Gefängnis etwas mit irgendwelchen medizinischen Untersuchungen zu tun hatte. Werde dem bald nachgehen.
Müssen wir noch mit Johnny Gunn reden. Und dann haben wir alles. Das hier für eine komische Hütte. Oh ja. Hätte ich gern mehr. Kann man hier was verkaufen? Sollen wir mal gucken? Sollen wir ein bisschen Platz kriegen? Setzen Sie sich, wenn Sie. Willkommen in meinem Laden. Ich habe heute nicht mit einem von Ihnen gerechnet. Sie wissen schon, bei all dem Ärger. Wir werden doch keine Probleme kriegen, oder? Nein, nein. Ich teile die Einstellung der herrschenden Klasse nicht. Nur ein Kommentar zu den aktuellen Ereignissen in Golem City, also Utolek. Was hätten Sie denn gern? Was haben Sie? Ich habe Surly Welshman und Nice Rye. Wir können also nicht handeln, wir können uns nur betrinken. Dann betrinken wir uns Sie noch. Aus. Mir reicht das, was ich... Okay. Dann reden wir später darüber. Hm? Sorry, was war das? Oh, wo ist denn jetzt der Punkt? Der war doch hier. So. Und jetzt... Hinten in den Apartments, aha. So. Ja. Ich werde mich später dermaßen besaufen, dass ich vielleicht sogar einen Opti ficke. Dermaßen besaufen, dass ich vielleicht sogar einen Opti ficke. Das ist auch gut. So, also weiter nach oben. Ist das hier? Hey, wo willst du hin? Ja, anscheinend. Ja, das ist er. Du lebst da echt interessant. Das muss man dir lassen. Ja, da hat wohl einer ein kleines Alkoholproblem. Und du warst mit der Ausnüchterungschips untersuchen. Diese Ausnüchterungschips stammen aus Johnny Gunns Apartment. Johnny war früher Alkoholiker und ist jetzt Mitglied der anonymen Alkoholikergruppe, die sich Zweiter Atem nennt. Ich habe einen früheren Mordfall angesehen, der von dem Angela Gunn ähnelt, in dem alte Polizeibericht wird erwähnt, dass das damalige Mordopfer Mitglied derselben Gruppe war. Es scheint aber wirklich ziemlich großes Problem zu haben und ich glaube nicht, dass das vorbei ist. Ich klaue mal dein Geld. Der trinkt aber relativ ordentlich. Vor allem tut er auch nicht gerade wenig. Obwohl die Anzahl der Versuche astronomisch hoch ist. Unter uns
gesagt. Ich glaube, die vergeuden nur ihre Zeit. Ich bin erfüllt. Dass du mich alles in Ruhe durchsuchen lässt. Wow. Okay. Ah, ich. Keine Ahnung. AI? Bell Tower ist ja geil. Ja, da war er ja mal. Hast du was zu trinken dabei? Wenn du einen Mann so überfällst, solltest du wenigstens was mitbringen. Bist du Johnny Gunn? Bin ich. Was willst du? Hast du das von deiner Frau gehört? Welcher? Wie bitte? Hm. Ich war öfter verheiratet. Von welcher Frau reden wir? Ich war öfters verheiratet, okay. Kondolieren, Angela ist tot. Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Ihre Leiche lag. Gasse konfrontieren von der Toten, von der, die irgendein Tier ein Stück gerissen hat. Ich glaube, du weißt welche und ich glaube, du weißt genau, warum ich hier bin. Ihre Leiche lag in einer Gasse. Ich glaube, du weißt welche. Und ich glaube, du weißt genau, warum ich hier bin. Ihre Leiche lag in einer Gasse. Das ging schnell. Und du denkst, ich hätte Angela getötet, stimmt's? Warum? Weil ein Bulle mit Vorurteilen es gesagt hat? Du hast es also schon gewusst? Dein Freund, der Detective, hat angerufen. Ich soll hier bleiben und auf dich warten. Also habe ich gewartet. Kooperation. Richtig. Ja, das war ein Gedicht. Ich habe dein Notizbuch gefunden, Johnny. Du hast über Angela geschrieben. Und sowas Ähnliches ist dir jetzt passiert. Willst du mich verhaften, weil ich schlechte Gedichte schreibe? Sie sollen mir helfen, emotional zurück in die Spur zu kommen. Deine Fantasie ist sehr gewalttätig. Was du beschreibst, ist nicht weit von dem entfernt, was tatsächlich passiert ist. Ein Zeilenumbruch ist nicht dasselbe wie ein Genickbruch. Wenn du das glaubst, bist du nicht besser als dieser faule Arsch von Detective. Die mögen nicht, was ich war, also tun sie alles, um mich wegzusperren. Nur darum geht's hier. Was du geschrieben hast, dient jetzt als Beweis. Ich plädiere auf dichterische Freiheit. Diese Ausnüchterungschips gehören dir, richtig? Ein Teil von mir hat geglaubt, ich könnte mit dem Trinken aufhören. Ja. Der Name dieser AA-Gruppe, er stand in einem alten Polizeibericht, den ich kürzlich gelesen habe. Ein Mitglied davon wurde auch ermordet. Ein augmentiertes Mädchen. Genau wie Angela. Die Welt ist klein. Ich weiß nicht, was du gehört hast, aber es läuft nicht gut für uns Optis. Viele von uns trinken. Der Mord an Angela wurde auf dieselbe Art begangen. Ich wette, von derselben Person. Also habe ich zwei Opfer und eine Verbindung. Von dir zu den beiden. Du hast gar nichts. Wenn du lange genug überlebst, sterben die Leute um dich rum. Das ist kein Grund zum Feiern, aber Schuldgefühle lasse ich mir deshalb auch nicht einreden. Ich habe nichts damit zu tun. Mein letztes Treffen bei den anonymen Alkoholikern ist ewig her und ich weiß nichts über ein ermordetes Mädchen. Diese Ausnüchterungschips sprechen trotzdem gegen dich. Du fischst im Trüben. Ist das ein Welthauer-Abzeichen auf deiner Jacke? Ja, und? Sagen wir einfach, ich kenne Welthauer. Was soll das heißen? Du kennst sie. Konfrontieren, ich habe mich schon mal mit denen angelegt, es gab viele Tote. Es soll gar nichts heißen, ich hatte nur auch schon mal mit denen zu tun, das ist alles. Stichchen, ich kenne ihre Pensionsplan. Anscheinend sind sie richtig nett zu dir, Johnny. Ich kenne ihren Pensionsplan. Anscheinend sind sie richtig nett zu dir, Johnny. Leck mich! Ich war New South Wales, Mann! Scheiße, ich bin immer noch dort. Ich werde vermutlich den Rest meines Lebens versuchen, rauszukommen. Das ist der Preis, wenn du keine Befehle mehr annimmst. Du bezahlst ihn nicht, glaube ich. Australien?
Warst du nicht während des Bürgerkriegs dort? Richtig. Und das war nur der Anfang. Nicht meine erste Wahl, aber eine Wahl hatte man bei Bell Tower nur selten. Sie bestimmen, wohin du gehst, was du dort machst, wechseln deine Teile aus, wann und wie es ihnen gefällt. Aber egal, das ist lange her. Du hattest Probleme, nach Bell Tower wieder ins Leben zu finden. Nicht mehr als alle anderen. Du hast sicher nichts dagegen, wenn ich mich umsehe. Wenn du es sagst. Bist du doch eh schon. Hab dich doch eh schon. Wir haben heute die Entscheidung der Tschechischen Republik begrüßt, die Expansionspläne der Palisade Bank Corporation zu genehmigen. Die bekannten Blade-Gebäude der Bank in Prag beherbergen das größte und am besten gesicherte Datenarchiv der Welt. Zwingende Beweise finden. Wo soll ich die denn finden? Bin ich schon. Ja, ich denke, wir werden hier alles haben. Nee. Hä? Wie haben wir noch diesen Kreis? Jetzt müssen wir raus. Mal rein. Zwingende Beweise finden, oder was? Na, was soll ich hier noch finden? Das komische Gedicht hatte ich. Das bei Beto war, das weiß ich auch. Hey, wo willst du hin? Arschloch, da kannst du nicht rein! Untergrundwebsites und Radiosender feiern derzeit das Juggernaut-Kollektiv, eine schwer fassbare Gruppe von Hackern, die in Selbstjustiz die Korruption der Reichen enthüllt. Diese Journalisten übersehen dabei allerdings den Schaden, den die Hacker anrichten. Letztes Jahr hat das Kollektiv das Verkehrssystem von London für mehrere Stunden lahmgelegt. Lebensrettende medizinische Transporte waren nicht mehr möglich. In Chile haben sie das elektronische Wahlsystem manipuliert. Seitdem hat das Land einen 12-jährigen Präsidenten. In Russland haben gehackte Drohnen St. Petersburg attackiert. Und in den USA haben Millionen ihre Arbeit verloren, als das Kollektiv geheime Firmendokumente veröffentlichte. Hör zu, schlag einen Mann, der am Boden liegt. Tatsache ist, das Kollektiv ist eine der gefährlichsten Verbrecherorganisationen der Welt. Auch wenn die Untergrundmedien ein Loblied darauf singen. Ich bin Eliza Kazan mit einem Live-Bericht für Pikes. Exklusivität, Anonymität, Sicherheit. Das sind die größten Sorgen des digitalen Zeitalters. Und für uns. Das war dieses Gedicht. Fand Vergnügen daran, dich aufs Kreuz zu legen. So viel sinnlose Zeit, ich fand Vergnügen. Stillstand, Tod war gewissermaßen. Meine Hände sind sonntags besten. Dinge, Füße, statt mich.
Also nicht mal Gefasel. Klaue ich dir mal. Klar beklaue ich dich. Hast du es jetzt erst gemerkt? Du beklaust mich? Klar, ich verwüste die Bude, beklaue dich. Ich bin froh, dass ich dir nicht nur einen Hintern ficke. Oh, bin ich wieder nett. Hey, wo willst du hin? Was zur Hölle? Der macht mir keinen Ärger mehr. Du weißt ja gar nicht, was du da redest. Ah, hier ist noch was. Überweisungsschreiben. Sehr geehrter Mr. Gunn, zu Ihrer Frage können augmentierte Hände jucken. Was Sie beschreiben, ist nicht möglich. 2024 war ein gutes Jahr für Hände. Ihre Knöchel können nicht jucken. Ihre Handfläche schwitzen nicht und ihre Finger hinterlassen keine Abdrücke. Aus biomechanischer Sicht ist das bei ihres Modells unmöglich. Ich habe das Gefühl, sie scheuen weiterhin vor dem eigentlichen Problem zurück, nämlich dass Bell Tower sie gegen ihren Willen augmentiert hat, und dagegen kann ich ihnen leider nichts verschreiben. Sie sollten meine Kollegin Dr. Help aufsuchen, falls... Aha! Falls Sie sich mit reden wollen, melden Sie sich bei mir. Aber bedenken Sie dabei, dass Ihre Versicherung abgelaufen ist. Okay, er kann keine Fingerabdrücke hinterlassen, also er kann es nicht gewesen sein. Dann wieder zurück, da können wir auch unsere Fehler beheben lassen. Und da ist sowieso noch ein Haufen zu erledigen. Was mit Müllermauke später. So, haben wir gefunden. Sollten wir vielleicht mit ihm nochmal reden, jetzt wo wir es wissen? Dass das nicht sein kann, wir könnten es eigentlich. Wir quatschen nochmal an. Was wir beklaut haben. Ich habe eine Notiz von deinem Arzt gefunden. Du hast deine Hände in New South Wales verloren. Die haben gesagt, ich habe in New South Wales neue Hände gekriegt. Was immer der Täter Angela sonst noch angetan hat, er hat sie erwürgt. Und dabei hat er einen Teil Fingerabdruck an ihrem Hals hinterlassen, was bei dir ja wohl schlecht möglich ist. Fingerabdrücke sind was für Menschen, Mr. Gunn. Sie haben keine und sind deshalb viel effektiver. Damit kannst du besser töten. Ich werde also nie erwischt. Ironisch, was? Ein guter Killer zu sein, rettet mich hier vermutlich. Oder denkst du immer noch, ich habe Angela getötet? Im Moment nicht. Es tut mir leid, was Bell Tower dir angetan hat. Muss es nicht. Sie haben mir Werkzeuge gegeben, weil sie es wollten. Es war in ihrem Interesse, dass ich sie habe. Aber die Entscheidung, sie zu benutzen, war allein meine. Und jetzt wäre ich gern allein. Nachdem ich dich beklaut habe und dich psychologisch total fertig gemacht habe, ja, lasse ich dich mal alleine. Na gut, nennen wir das mal nicht beklauen, sondern Aufwandsentschädigung. Los, Sie wissen doch, wie das läuft. Natürlich, Officer. Moment. Übertrage ID-Scan. Okay. Alles in Ordnung. Sie können gehen. In der Kanalisation. Lächerlich. Was, hier unten hin oder was? Ich drück die jetzt durch. Ich krieg Krise. Ich könnte ausflippen. Verdammt, da Mist nochmal.
Ach nee. Ermittlungen im Bahnhof sind ja abgeschlossen. Techno, das war der falsche Wagen. Der war für Menschen. Zeigen Sie mir Ihre Papiere. Ups. Und beten Sie, dass alles in Ordnung ist. Das ist doch Bullshit. Wirklich beeindruckende Unterlagen. Aber für einen Natürlichen reicht es nicht. Machen Sie das nicht nochmal. Also raus jetzt. War ich im Falschen, echt? So, ich bin jetzt auf jeden Fall raus hier. Ich glaube, hier ist das Richtige. Mindestens sieht so aus. So. Übrigens, ich habe Daria nach Hause geschickt. Ich glaube nicht, dass sie was gesehen hat. Abschließend. Ich glaube, ich kann den Mord an Angela Gunn jetzt aufklären. Das ist gut. Meine Bosse fragen mich schon, warum ich Johnny noch nicht verhaftet habe. Die wollen ihn unbedingt loswerden, wa? Radko beschuldigen, Johnny beschuldigen, beide entlassen. Wir werden wohl beide entlasten müssen. Die Wahrheit ist ganz weit weg. Noch. Warum sagen Sie das? Und Johnny? Je mehr ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich, dass Johnny Gunn unser Mörder ist. Ja, er will das unbedingt. Es ist ein Nachahmungstäter. Der Täter ahmt den Harvester nach. Hier geht es nicht um einen eskalierten Ehestreit. Die Sache ist größer. Jemand tut so, als wäre er ein toller Serienmörder. Johnny, vergessen, ich weiß nicht, wer der Mörder ist. Ich dachte, es wäre Radko Perry, dass er für alles verantwortlich wäre. Aber es war eine Sackgasse und Johnny ist auch eine Sackgasse. Ich weiß nicht, wer der Mörder ist. Ich dachte, es wäre Radko Perry, dass er für alles verantwortlich wäre. Aber das war eine Sackgasse. Und Johnny ist auch eine Sackgasse. Was macht Sie so sicher? Ich habe mich in einem Chat als Radko ausgegeben. Es hat sich herausgestellt, dass er in der Mordnacht mehrere augmentierte Prostituierte gebucht hat und die ganze Zeit mit ihnen zusammen war. Sie haben ein Video als Beweis und erpressen ihn jetzt damit. Je weniger ich über Radkos Privatleben weiß, desto besser. Was macht Sie so sicher, dass es nicht Johnny war? Erinnern Sie sich an den Teilabdruck am Hals des Opfers? Was ist damit? Johnny Gunn hat seit dem australischen Bürgerkrieg keine Fingerabdrücke mehr. Seine Hände sind aus Metall. Hätte er sie erwürgt, hätte er keine Spuren hinterlassen. Metall? Scheiße. Und was genau heißt das für uns? Wir haben Spuren verfolgt und die haben uns hierher geführt. Also nirgendwohin? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, wir haben die meisten Teile des Puzzles. Aber sie lassen sich nicht zusammensetzen. Noch nicht. Okay. Das reicht, um Johnny den Strick abzunehmen. Aber es hilft mir nicht bei der Lösung des Falls, richtig? Solange wir nicht mehr wissen, kann ich niemanden verhaften. Wir sollten hoffen, dass mehr Wissen nicht bedeutet, dass es noch eine Leiche gibt. Da kommt bestimmt noch was. Trophäe erhalten, der Harvester. Für wen halten die sich? Okay. Gehen wir nach Hause. Jemand sollte sie abtransportieren. So, Nebenaufträge. Vince Blakes Information. Da müssen wir auch noch zurück. Erstmal gehen wir zu unserem Haus- und Hofarzt. Der kann das erstmal wieder optimieren. Vergessen Sie ihn. Vergessen Sie alles. Kommissar? Ich habe keine Ahnung, wer es war und Sie auch nicht. Das macht mir Angst. Und es ärgert ein paar Leute. Aber es ist die Wahrheit. Jawohl.
Daria, sind Sie da? Sind Sie das, Herr Nachbar? Sehen Sie nach mir? Oh, das finde ich süß. Gibt es Spuren? Wir haben einige Verdächtige ausgeschlossen. Wir wissen aber noch nicht, wer Angela getötet hat. Soll ich mich jetzt besser fühlen? Nein, aber das ist die Wahrheit. Seien Sie vorsichtig und halten Sie sich bedeckt. Wenn etwas passiert oder Sie sich in Gefahr glauben, kontaktieren Sie mich. Danke. Aber hoffen wir, dass es nicht dazu kommt. Ja, die Frau Nachbarin. So, mal sehen, was der Doc für uns hat. Na, wo ist er denn? Doc. Ach, hier. Scheiße, haben Sie gehört? Talos Rucker ist tot. Habe ich irgendwo gehört, ja. Ziemlich cool, was? Jetzt können wir echte Fortschritte machen. Er hat uns ganz schön blass aussehen lassen. Sie übertreiben. Was Rucker zugestoßen ist, hatte er nicht verdient. Wir sind politisch nicht einer Meinung. Ich finde, diese Märtyrernummer ist genau das Richtige. Aber konzentrieren wir uns auf unsere Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel die Optimierung Ihres abgefahrenen Systems. Haben Sie einen Kalibrator für mich? Ja. Politik. Glauben Sie wirklich, dass Rucker das Problem war? Dass sein Tod für die Optis irgendwas verbessert? Die Lösung war er jedenfalls auch nicht. Wir brauchen einen neuen Anführer. Einen, der nicht nur ein schickes Diplom hat. Einen, der kämpft. Verstehen Sie? Der diese Scheißgesetze nicht hinnimmt. Schon vom Humanrestitutionsgesetz gehört. Ja. Wenn der Entwurf durchkommt, dürfte es ziemlich egal sein, wer der Anführer ist. Das wird eine von der Regierung genehmigte Horrorshow. Das sage ich Ihnen. Männer in weißen Kitteln, die Augmentierungen rausrupfen wie Zähne. Oh, Igitt. Apropos Schrecken der Medizin. Soll ich sie jetzt reparieren, oder was? Jetzt, wo es nur geht. Diese Prozedur. Wird es wieder Überraschungen geben? Ich hatte Ihre abgefahrene Tech nicht erwartet. Jetzt ist das anders. Jetzt weiß ich, was Sie unter der Haube haben. Und Sie haben mir das nötige Werkzeug gebracht. Das ändert alles. Was genau werden Sie machen? Ich werde Ihr System optimieren, damit es nicht mehr überhitzen kann. Es wird keine Störungen mehr geben. Jensen 2.0. Klingt doch gut, oder? Eventuell. Okay, bitte sagen Sie mir, dass so ein Neuroplastizitätskalibrator aussieht. Das ist er. Okay, wird nicht lange dauern, versprochen. Und keine Sorge, Mann. Zweimal hintereinander versage ich nicht. Ich habe alles penibel vorbereitet. Übernehmen Sie bitte nichts raus. War gar nicht schlimm, oder? Wie fühlen Sie sich? Sehr gut. Irgendwie leichter. Ich habe sie repariert. Kein Limit mehr. Sie können jedes Implantat aktivieren, das Sie wollen. Ohne Konsequenzen. Das klingt gut. Danke, Kolle. Ich weiß es zu schätzen. Ja. Gehen Sie und machen Sie mich stolz. Setzen Sie die coole Scheiße vollständig ein. Okay, Trophäe erhalten. Frisch ausgepackt. So, jetzt sind wir also richtig optimiert. Machen wir als nächstes.
Also diese neuen brauche ich eigentlich so im Endeffekt erstmal gar nicht. Zumindest kommt mir jetzt nicht so vor. Radartechnisch wäre schon mal nicht schlecht. Das optische Feedback wäre nicht schlecht. Reichweite tun wir auch nochmal verlängern. So. So, mal gucken, was jetzt hier oben noch ist. Außer der Hauptmission. Aha. So, gehen wir mal zu diesem Treffpunkt. Dr. Delazzo, die Psychologin der Taskforce, macht sich Sorgen. Genau, da ging es um den vermissten Agenten. Ah, jetzt weiß ich wieder Bescheid. Alles klar. Ja, dann kümmern wir uns mal um ihren vermissten Agenten. Das ist illegal. Gehen Sie weiter. Ein bisschen weiter noch. Ich will sicher gehen, dass ich nicht verfolgt wurde. So, haben wir uns mit ihr getroffen. Wollen wir mal gucken. Ich denke, hier können wir sicher reden. Endlich. Wir lassen Vlester für alles bezahlen. Vlester, Ihr Mann. Worum geht's hier genau? Sie haben gesagt, Sie hätten Informationen. Schmuggel, Waffen, Drogen, Huren. Was Sie wollen, Schätzchen. Und alles geht nach Osten. Ich habe die Adresse des Lagers, in dem alles liegt. Und ich habe den Code, um reinzukommen. Sie werden es sehen. Und dann tun Sie, was Sie für das Beste halten. Ich soll die Schmuggeloperation Ihres Mannes hochnehmen. Warum? Ich habe zugesagt, meinen Mann für ein neues Leben zu verkaufen. Vince und ich... Die Details waren noch unklar. Sie suchen Vince. Wollen seine Spur aufnehmen. Also verhandle ich jetzt mit Ihnen. Okay. Woher wussten Sie, dass Sie Vince trauen können? Wie kamen Sie darauf, dass er Ihnen hilft? Ich wusste es nicht. Nicht sicher. Ich wusste nur, dass kaum einer jemandem wie meinem Mann die Stirn bietet. Ich hatte gehört, Vince Black sei so einer. Aber als er nicht zu unserem Treffen kam... Ich weiß nicht mehr, was ich von ihm halten soll. Meine Hoffnung ruht jetzt auf Ihnen. Können Sie Vince irgendwie anders kontaktieren? Oder wissen Sie etwas, das erklärt, warum er nicht aufgetaucht ist? Ich weiß nur, dass Vince Informationen über meinen Mann wollte. Und dass mein Mann... Vlester kannte den Namen Vince Black. Er hat ihn oft verflucht. Ich glaube, er hatte Angst vor Vince. Okay. Sie wollen die kriminellen Aktivitäten Ihres Mannes hochgehen lassen. Wie groß schätzen Sie die Gefahr für sich selbst ein? Ich weiß es nicht. Ich hatte Angst, als ich in dem verdammten Club gewartet habe. Aber das Schlimmste ist wohl vorbei. In einer Stunde bin ich nicht mehr in Prag. Und er sieht mich nie wieder, falls Sie bezahlen können. Was muss ich sonst noch über Ihren Mann wissen? Vlester ist wie alle jungen Dwellys. Man kann nicht mit ihm reden. Man kann ihn nicht einschüchtern. Man kann nicht an sein Herz appellieren. Ihn interessiert nur die rechtzeitige Lieferung. Und die Jagd auf alle Frauen, die nicht seine Frau sind. Wollen Sie sich deshalb an ihm rächen, für etwas, das er Ihnen angetan hat? Ich habe keine Illusionen. Ich weiß, wen ich geheiratet habe. Er war ehrgeizig. Wollte den falschen Leuten gefallen. Aber ich dachte nicht, dass er so ein Monster wird. Er soll wissen, wie es ist zu verlieren und mit eingeklemmtem Schwanz nach Hause trotten. Wenn ich aktiv werde, könnte es sein, dass er es gar nicht mehr bis nach Hause schafft. Was Sie mit den Informationen machen, die ich Ihnen verkaufe, liegt bei Ihnen. Ich will einfach nur neu anfangen. Also gut, diese Informationen. Wie viel wollen Sie dafür? Der Preis ist ein Ticket nach Berlin und genügend Kleingeld für ein neues Leben. So hatten Vince und ich es abgemacht.
Berlin soll eine gute Stadt für Leute sein, die untertauchen wollen. Das Ticket haben wir. Hier, die Fahrkarte ist bereits bezahlt, unbegrenzt gültig. Sie können sofort abreisen. In Ordnung. Danke. Mein Mann hat einen Lagerraum neben der Palisade Bank. Der Code lautet 2565. Das ist das Herz einer Operation. Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen. Was ist mit dem Kleingeld? Willst du eigentlich noch Kleingeld, oder? Naja, gut. Die Karte lesen. Die Karte lesen. Story-Elemente. Karte. Ah, hier. Dobromila hat die Position der Schmuggler-Operateur ihres Mannes auf die Rückseite eines alten Quittung gekürzt. Sie scheint in der Nähe der Bank zu sein. Zugangscode lautet. War ich da nicht schon mal, wo das so schwer war, das aufzumachen? Die eine Garage oder wie war denn das? Das kommt mir sehr bekannt vor. Die Lara, die Dwelly-Operation, die Vince untersucht hat. Ich habe die Adresse eines Schmugglerlagers, das er gesucht hat. Vielleicht sucht er immer noch. Oder er hat es über einen anderen Weg gefunden. Diese Information. Nochmal kurz gucken, wo ist das? Hier wird das Stadtviertel leider nicht erwähnt. Woher haben Sie die genau? Von der Informantin, die Vince treffen wollte. Sie arbeitet jetzt mit mir zusammen. Das überrascht mich nicht. Sie verstehen es, Vertrauen zu gewinnen, Adam. Eine seltene Gabe. Jedenfalls habe ich eine Spur. Ich sag Ihnen, was ich rausfinde. Also hier hinten hin. Wunderbar. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Mal gucken. Das kann auch interessant werden hier. So, Jungs und Mädels, sollte euch dieses Video gefallen haben, lasst bitte ein Abo oder ein Like da. Sollte es euch nicht gefallen haben, könnt ihr mir auch gerne ein Dislike geben. Aber dann schreibt bitte was in die Kommentare, damit ich weiß, woran es gelegen hat, damit ich was ändern kann. Und denkt bitte dran, ein Abo oder ein Like tut niemandem weh. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis denn dann.